Was jetzt? Beide? Okay, das Ton ist jetzt da, ne? Beide? Super. Dankeschön, Heide. Ich glaube, über mich gesiedelt, ne? Ich bin shitty heute. Irgendwie so, ja. Ich denke mal, ja, irgendwo da. Random Seed. Pasek auch über Konsti. Pasek hat Konsti besiegt dieses Wochenende. Also. Ja, weil das ist Frozen, weil das. Das ist Frozen, weil das gerade keiner spielt. Deswegen. Achso, ja, also wenn er I have experience. I'm in America.
Charakter sieht bräckelig aus. Und finde ich am wohl ein Ball. Save. Continue. Bei Top 10? Ja, ne? Ich muss gegen Magic. Boah. Kein Bock auf Fox. Ja. Ja, du hast einen Ball und Dennis auch. To Frozen Light. I'm going to play against Frozen Light. Who the f- who is that? Ah. Okay, so either I beat Frizzy or I lose. And I have to play against either a Falcon or a Peach. Ja, weil keiner spielt, haben wir ein Standbild. Jawoll, Junge! Bro. Ist das dein Ernst? Du bist gerade hergerade, kann das sein? Ja. Bei 36 Grad? Ja. Junge. Kann doch nicht wahr sein. Hättest du dich denn einmal dodgen können, bitte? Wir würden sich verschiedene Dinger machen. Sie meinten, dass du untergezielt werden sollst. Unter. Bei mir, ich habe sie gefragt. Ja, ihr seid halt lieben schon. Aber das ist eh egal, ob ich habe Mutti gerade ganz schön abgefuckt. Das ist egal, ob du Super oder Ulti bist. Ah, das ist nicht so. Sind wir 4 und 5 oder so. Berlin bleibt hart. Hallo Heide. Hallo Office. Woo.
Was geht alle? Wer noch? Nein, von meinen Dudes noch keiner da. Die waren vorhin da. Jacoby! Hey Jacoby, what up? We played out of rank today. Ja, hallo. Thanks for warming me up against Falcon. That is fucked up Konstantin. If that is you, Jacoby. Woo! We have a viewer that I found out on rank earlier today. That's pretty epic. But he didn't write anything in chat yet, so. I'm here to watch you. Yeah. Like, oh shoot, this guy's awesome, we gotta watch him. Turn. Let's go, Heide. Heute wird gepointet und geklickt, Alter. Macht sie heute einen Livestream? Habt ihr jetzt Adam geaddet? Nee, hatte sie noch nicht. Habt ihr Adam jetzt geaddet? Wer ist Adam? Ach, der andere. Nee. Nein, oder nicht? Er wollte. Ja, mach mal. Er wollte. Dass ihr einfach StarGG tag? Einfach Adam. Adam. Okay. Ja, ich weiß. Boah, dann ändert sich ja alles. Nein. Alles ändert sich. Egal. Dann hat irgendjemanden bei. Einfach irgendeiner aus. Was auch immer. Braucht man wirklich? Nee, ich hab das falsch gedrückt. Ah, nee. Oh, man braucht nicht einen. Ah, doch. Ah. Adam. Sweet. Oh. Alabama. Everything has changed. Yeah. Ich glaube, du musst jetzt nicht mal gegen Dennis first round. Yeah. Me first round? Let's go! Wahrscheinlich im zweiten Round, aber. Nein! Egal, Dennis verliert. Gegen Magic oder gegen Winner muss. Ja, oh, Olong, mach mit! Ja. Tschüss! Oh, weil du die Box hast, let's go, Alter! Olong Tournament Grind, Arc. Alter, ey. Pog? Ich hab nur. Ich hab nur gestartet, um das Overall zu machen. Nur gestartet, was? Nur Melee gestartet. Ja, wir müssen trotzdem spielen. Ach so, hier. Nee, du hast einen Ball. Ja, eben. Oh, no! Nein, das ist kein Ball. Doch, du klar. Hast einen Ball. Die vor dir musst du lösen. Also du kannst es schaffen. Also technisch habe ich keinen Ball. Technisch bin ich geflohen. Ich bin der Erste, der keinen Ball hat. Adam macht jetzt mit. Okay. Cool. Dann machst du es dir, oder? Dennis ist auch da? Ich muss noch Evil Eye bei dem. Evil Eye. Spielst du direkt First Game gegen Dennis on Stream? Ja, das ist Evil Eye und Adam. Evil Eye war schon, glaube ich, öfter bei Evil Eye. Evil Eye war, glaube ich, früher bei Family Attended before. Arcadian? Nee, bei Meltdown habe ich gehört. Meltdown Atze. Okay, das sehen wir. Das war vor meiner Ära. Wer sind das? Sollen wir erstmal Lichter machen? Ja, Lucia und Adam. Adam. Halt. Ja? Es wird sich kälter an. Ja. Ja, also du kannst ja Licht anmachen, wenn du denkst, dass es gar kälter wird, aber. Evil Eye von Nancy? Was? Evil Eye von Nancy oder? I don't know, musst du fragen. Nee. Aber ich meine, sie scheint dann einen Frauennamen zu haben. Vielleicht auch Vay, keine Ahnung. Kann man das eingeben hier? Kannst du selber auf Smash GG sich bei Smash GG kann man es hinzufügen. Aber an Evil Eye, das wird sich hinzufügen? Und das wird dann beim Stream hinzugefügt. Hat es bei Evil Eye, hat Evil Eye das hinzugefügt? Ja, jeder kann das. Aber hat Evil Eye das getan? Nee. And I will only be standing in the platform shadows. Account ist, glaube ich, älter als diese Funktion. Ah, okay. Na gut. Was geht, Safari-Wisserin? Safari-Wisserin. Fun.
Ja, das heißt Pfannkuchen, nicht Berliner. Heide! Hallo Heide! Schade, dass du nicht hier bist. Fun Facts. Wir machen heute die Tierlist. Top 10 Tierlist. Schlechteste Eigenschaften von Heide. Wir ranken sie von S und dann A-Tier, B-Tier, C-Tier. Was denn? Die worst Eigenschaften von Heide. Wir, quasi ihre schlechtesten Personality Traits ranken wir in der Tierlist. Heides schlechteste Personality. Oder kann ich alle Personality Traits? Nein. Ach ja, wir können einfach alle machen. Nur die schlechte, aber so eine Heide-Mobbing. Aber es gibt so ein F-Tier, das ist so humongous einfach. S-Tier ist oft beim Weekly. Haramboy leider. 100% beste Eigenschaft. A-Tier streamt auf Twitch relativ häufig. Okay. F-Tier streamt Monkey Island. Ich glaube, ich S-Tier, hab die schon mal gehört. Extrem liebenswürdig. Likeable. Das ist einfach so eine ganz lange Liste von so S-Tier-Eigenschaften. So F-Tier ist dann so was Ausgedachtes, irgendwie so, aus den, an den Haaren herbeigezogen. Das ist so Haarfarbe nicht ganz so, genau. So up to so weniger Beauty pink. Standards oder ja. Sowas. Weniger pinke Haare. Ist auch schon ein Scherz, ne? Weißt du? Haare ein kleines bisschen zu locken. We're joking right now, as we speak. Sorry. Geil, gegen mich. Also musst du gewinnen. Du musst verlieren. Ich streame schon eine Weile nicht mehr, Mark Erden. Ich weiß es nicht, weil ich gucke deine Streams ganz selten nur. Es tut mir wirklich leid. Aber ich mache es ein Personal Goal. Ihr Cuties. Damn. F-Tier Frau. Wiki ist für die Boys. Wow. Nein, es ist ein Witz. Oh mein Gott. Nein, es ist ein Witz. You don't understand. It's a joke. Heide ist eine von die Boys. Hashtag. Office of Consti. Clippt einfach diese Scheiße und dann cancelt ihn. Weg mit dem Clip. Don't clip die Scheiße. Consti wird nicht gecancelt. Ich werde nicht gecancelt. Nein. Chugga gegen Evil Eye. Let's go. Nein, wir vermissen dich. Es ist schade, dass du nicht da bist. Aber wir verstehen es. Wehe, du bist bei diesem Wetter beim Boxen. Das wäre insane. Ich hoffe, du bist einfach zu Hause und chillst. Ja. Jetzt sehe ich das mit dem Auge. Weißt du was? Das war schlimm, ne? Es ist natürlich mehr als nichts. Man merkt es. Aber ich dachte zwischendrin, dir ist warm und du guckst einfach so ein bisschen so sensual. Okay. Weißt du, du hast so ein bisschen Schlafzimmerblick. Okay. Ah, zuerst, aber ich habe dich nur von weit weg gesehen. Aber das Ding ist ja auch jetzt schon besser. Ich habe ja, ich mache ja seit 2 Tagen jetzt schon so extrem Augenkur mit so andauernd Augentropfen und irgendwelche Salben und Rotlichtlampe. Das Leben könnte so einfach sein. Es könnte so einfach sein, aber dann hat man einen scheiß Herz. Und dann hat man einfach nur... Das war am Dienstag wirklich richtig angeschwollen. Oh, aber sorry, ich bin krankgeschrieben dafür. Geil, das ist sick. Krankgeschrieben für Gerstenkorn, imagine das. Krankgeschrieben sein, so im Angestelltenverhältnis ist das Allergeilste, oder? Man Mega. Fühlt sich, als ob man mogelt. Es kann sein, dass ich am Freitag, für den Tag, an dem ich eh nicht da gewesen wäre, bezahlt habe. Sick, yeah. That's how it goes. Das wäre sick. Im Urlaub krank sein ist richtig geil, weil du kriegst so quasi den Urlaub. Du machst halt wahrscheinlich nicht dasselbe, was du gemacht hast, aber du kriegst ja die Tage wieder, auch wenn du im Urlaub krank bist. Es fühlt sich richtig an wie so ein Hack. Ja, wenn du krankgeschrieben bist im Urlaub, dann kriegst du die Tage zurück und hast quasi deinen Urlaub wieder und bist so, oh. Ja, das ist insane. We take it. Gastcon ist ziemlich schlimm, das ist mein drittes seit Dezember oder so. Achso, ich dachte irgendwie, es wäre dein drittes kürzlich. Das ist kürzlich. Achso, ja, okay. Also, fair enough. Das dauert ja erstmal eine Weile, bis das so richtig verheilt. Ja, das stimmt, es nervt. So ein bisschen wie Herpes im Auge. Oder? Herpes für die Augen. Herpes für die Augenlider. Nur für die Augen. Jetzt neu. Okay, wollen wir loslegen? Ja, Mann. Okay, so, Freunde, viel Spaß beim Zugucken. This is gonna be great. Enjoy. I love you all. Wir spielen Jungle gegen Evil Eye. Woo! Magic gegen Oolong. Dennis. Molly gegen Adam und Young Ulrich gegen Third on Stream. Warte, ich trage es noch rein. Hey, es geht los. Das ist da 130 Minuten. Wait a minute, I must manage the stream. Yeah, it's fine. Did you see the new stream overlay? I have. Dennis, pick your part. Jan, pick your part. Oh, these are really nice. Yeah, it must. I kind of don't like this font, but
Yeah, it's the official Berlin font. No, not the followers on Twitter. One. Yeah, that's the same. It's the official Berlin font who is freed. Fair enough. Na gut. Das ist passiert. Jetzt ist die Wahrheit raus. Oh shit, geht's schon los? Ja, das ist die zweite Runde. Das ist ja einfach so. Fourth and Fifth Seed, glaube ich. Ja, der Fourth and Fifth Seed, ja. Ja, aber irgendwie geht das. Aber ich wusste, die müssen spielen, aber nicht, dass wir jetzt schon. Ach so, ja. Aber nee, macht Sinn. Weil gerade zu wenig Leute sind, ne? Und dafür halt relativ stacked. Oh, ich habe Lust, mir das anzuschauen hier. Deswegen habe ich mir einen Eiskaffee gegönnt. Die Wartezeit ist so ein bisschen erträglicher. Nice. Gar nicht, dass sie sowas haben. Der Laden ist ein bisschen stabil. Überall, wo es Eis gibt. Die haben eigentlich immer Eiskaffee. Aber ist das, normalerweise ist das ja, obwohl das mit Eis dann immer noch, ne? Ja, zwei Kugeln Vanilleeis, okay. Kaffee, Sahne und halt eventuell hier noch eine Schokosoße. Aber ist meistens auch nicht dabei eigentlich. Das ist aber eine Karamellsoße, oder? Ist das? Riecht das doch. Ich weiß ja nicht. Für mich schmeckt es mehr wie Schoko. Da wo ein bisschen. Aber es könnte auch der Kaffeegeruch sein, der so ein bisschen karamellig ist. Ja. War jetzt nicht so billig, aber so in Relation dafür, wie viel eine Kugel Eis kostet, ist ertragbar. Weil früher war es halt immer so eine Kugel Eis 1 Euro und, das ging viel günstiger. Und eine Eiskaffee 4 Euro. Und jetzt ist es halt so Eiskaffee 5 Euro und eine Kugel 1,50. Eiskaffee 5 Euro ist lächerlich, das würde ich noch kaufen. Aber echt. Ja, aber guck mal, alleine die zwei Kugeln Vanilleeis, die da drin sind, kosten schon 3 Euro. Und dann hat er halt noch für 2 Euro aber den Value von Sahne und Kaffee. Oh Gott, er hat gerade einen sick Rest gemacht. Die Sahne selber kostet wahrscheinlich auch schon über 1 Euro. Also ja, also Einzelpreise halt mäßig, ne? Ja. Aber das ist ja immer noch nicht billig. So, also Sahne kostet ja eigentlich nicht so viel. Ja, aber so sind die Preise halt bei jeder Eis. So über 5 Euro würde ich auch nicht zahlen, aber so ein 5er ist, finde ich, noch ertragbar. Ja. Vor allem, weil ich mir super selten Eis gönne. Ich dachte mir so, ist nice. Heute ist der Tag dafür. Warte mal, okay, ich hatte am Dienstag auch schon Eiskaffee, aber normalerweise tue ich es selten irgendwie. Aber Dienstag war gar nicht so heiß, ne? Nee, da war es noch echt angenehm. Auch echt lang schon wieder kein Eis mehr gegessen, das ist irgendwie einfach kein Teil meines Sommers mehr. Keine Ahnung, warte mal. Ja, heute 5 Euro ist schon viel, aber man muss auch die Wirtschaftslage bedenken, wo wir gerade sind. Es ist alles teuer. Ich bin auch super sick. Das ist einfach sofort Transition zu der Player Cam und so. Achso, war das mitten Matches oder wie? Nee, das ist halt immer nach dem Match Transition. Wer hat gerade gewonnen? Das hat sich nicht dokumentiert, oder? Nee, Oh fuck. Ich hab jetzt schon dreimal resten können. Also. Oh shit. FD ist aber mehr eine Peach Counter-Pick. Wo
oder? Dann hätte Jan gewonnen. Er hat aber auch zwischendurch sehr gut geführt, glaube ich. So, das, muss ich da noch irgendwas drücken? Nee. Das Overlay ist halt auch so mega simpel zu benutzen, ne? Ja, das ist auch. Der hat aber doch jetzt gerade geupdatet oder so, ne? Ja, ja. Heide, weißt du, wie es steht? Ne, 1-0 für Jan. Nach unserer Counterpick-Annahme. Wir wollten schon. Nee, auf dem Chat hat Paramoy so geschrieben. Achso, okay. Ah, Jan, okay. Und Heide auch. Das macht Sinn, so auf FC ist halt. Pummeluft kann einfach nicht landen, ist halt so lineare Approaches und so. Ja. Und dann denke ich auch mal schwerer Rüben auszuweichen und so. Ja, aber sieht ja immer noch relativ. Ich glaube, bei denen vor allem macht so die Stage nicht so einen krassen Unterschied. Und das Gefühl. Ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie stark Counterpicks sind. Die scrappen super dolle irgendwie, habe ich das Gefühl immer so. Das so richtig ist aber, die spielen die ganze Zeit neutral so und traden Hits. Und ob der jetzt eine Plattform entwickelt oder nicht, weil so, wir haben jetzt nicht so viele Situationen, in denen einer der Charaktere auf der Plattform taggt oder so. Ne? Das ist mehr so ein, vielleicht so ein Positioning-Tool oder so. Oh, Bösi. Hat er angesagt? Ah. Bösi weg. Weil er nicht angesagt hat. Der liebe Gott bestraft. Wieder was? Jan meinte gerade so, nein! Okay, gut Prozente aufgebaut gerade. Ich glaube, Jans Freunde sind angekommen gerade zum Anfeuern hier. Hm? Jan meinte, er hat zwei Freunde eingeladen, da sind gerade zwei Leute reingekommen. Ich gehe davon aus, dass. Kriegt er jetzt ein Power-Up? Das Zuschauer-Up? Es kann halt in beide Richtungen gehen. Entweder wenn du so Freunde hast, die zuschauen, entweder spielst du viel, viel besser. Oder so verkackt oder komplett. Es gibt kein Middle Ground. Wollte denn jetzt ganz cheeky sein mit dem zweiten Turnip? Oh. Frag mich wie. Nein, ich komme nicht mehr an meinen Löffel ran. Willst du den Löffel aus der Küche nehmen? Ja, da habe ich ihn. Was? Jetzt habe ich ihn aber jetzt in meine Hände. Es hat eingesaut. Ja. Sabotiert sich da selbst, wie ich nichts höre. Und damit kann ich auf keinen Fall meinen Controller danach anfassen. Aber die Sahne hier muss noch gegessen werden. Die hat die eine Abwehr vorhin ganz unten bei 138 gekillt und die bei 115 nicht. Ich glaube, bei 138 hat sie gekillt, weil bei 138 killt und bei 115 nicht, weil bei 115 nicht. Vielleicht hat ja noch gewee-cancelt. Aber es ist auch der kleinere Prozent. Oh. Oh mein Gott, das ist. Ich weiß gar nicht, ob Ofis weiß, dass die schlechtesten Leute sind, was so Prozente und so Fragen angeht. Aber ich weiß nicht, ob du dich da auch so gut auskennst wie ich. Bei was? Wenn es darum heißt, wann tötet welche Sachen. Ich weiß das nicht mal bei Falcon. Same, so bei Fox ist es halt immer so. Bei Fox tötet der Upsmash? Bei Fox auch Heiki egal, also dann tötet halt der Nächste so. Ja, ja, natürlich, aber es ist halt trotzdem so. Ich mache so viele suboptimale Sachen. So, okay. Ich mache jetzt einfach eine Affe, tötet sie? Oh nein. Oh. Prozent habe ich gar keine Ahnung. Ich glaube, weißt du, das recht nicht bei Pub gegen Peach. Ich glaube, hier ist auch wirklich wurscht. Du machst deine Hits und so, du hoffst, dass es klappt. Ja, ich weiß halt nicht, ob man so für völlig verschiedene Sachen geht in dem Matchup, je nach Prozente. Aber bei vielen Matchup ist es halt schon entscheidend, dass halt, ob du High Percent bist oder nicht, also, halt anders. Also bei so einem Marth oder so, weißt du, das glaube ich in den meisten Matchups, so Peach zum Beispiel besser. Also da so diese F-Smash-Tipper-Ranges und so richtig sind. Aber halt hier so, keine Ahnung, so ist das jetzt wirklich der große Unterschied, ob du jetzt eine Bär oder eine Fair getroffen hast? Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gegen Triff spiele, ich habe gestern wieder gegen ihn gespielt, man bemerkt halt, wenn er so bei High Percent ist,
tut er seinen Playstyle so völlig ändern. Ja. Und so viel mehr Shield. Gegen Fox wahrscheinlich auch. Ja, ja, gegen Fox. Ne? Der shieldet dann die ganze Zeit, ich weiß halt nicht, was er macht. Ich weiß halt nicht, so, ob da in diesem Matchup auch so ein krasser Switch ist. Ja, ich mal, das liegt ja wahrscheinlich daran, dass du nicht mehr Up-for-Up-Air treffen kannst. Ja, 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 deswegen. Ich gehe mal davon aus, in dem Matchup, so aus Peach Seite, will man viel mehr so irgendwie Confirms into Up-Air kriegen, weil das halt dein Kill-Tool ist, bis halt ein F-Throw vielleicht tötet. Ja, das heißt halt hier ist halt, das ist auch bei beiden, glaube ich, so, die shielden beide generell sehr viel und grabben halt super wenig, weil es bringt halt nichts, wie du siehst. Die haben halt keinerlei Grab-Follow-Up, deswegen ist Shield halt so gut. Ja. So, gerade also beide KK. Wie steht das? 1-0 für Jan? 1-0 für Jan. Ja, ja. Wieso haben wir das auf Stream gepackt? Sind wir blöd? Oh, third game. Third might take second game too. Oh, he did. Oh, he did. Oh, by the way, we can play whenever. Yeah, du musst das nicht machen. Ding macht das über... I think he's losing. Check again, by these guys are gonna take... Ich hab das einfach... so bequem wie möglich. So. I have to play Consti, right? Well, whatever. Ich muss noch warten, oder? Okay, die spielen noch. Ich geh mal eine schmocken, Hände waschen, dann wäre ich theoretisch ready. Ja, ja, ja. So, Game 3 geht das. Jan gegen Dennis, der da unten immer noch spielt. Hier ist der schöne Mann. Das ist halt krass, dass Jan gerade 1-0 spielt. Oh mein Gott, die Kombo des Todes. Alter, wie viele Stitches. Hast du das Wii gemoddet? Gott.
Let's go, Julian. Was geht? Oh mein Gott. Even percentage, even stock. Wer kann das klatschen? Oh mein Gott. Ich muss gegen den Loser von den beiden spielen. Wird halt lustig. Also, ich mag halt Floaties gegen Floaties zu spielen, weil das ist viel entspannender. Na, yo. 2-1 spielt's gerade. Was macht denn hier noch das Comeback, ey? Also, das ist sehr oft schon passiert, das Losers. Ja, ich verstehe nicht, warum man als Path nicht auf Dreamland gehen sollte. Ist doch voll die gute Stage. Naja, das ist halt für Peach, glaube ich, auch eine gute Stage. Weiß ich nicht. Du hast halt bessere Edgeguard-Tools, du hast Plattformen, mit denen du dich bewegen kannst. Peach kann schwer nach oben töten. Ich sehe... Obwohl, Dennis macht schon viele ab. Ja, aber die töten halt viel später. Ja. So. Also... Ich bin jetzt auch kein Puff-Peach-Experte, aber für mich scheint es schon so die beste Stage sein. Also ja, Ofus meint halt... Vielleicht FOD sehe ich auch. Ofus meint halt, Peach killt besser bei High Percentage. Weiß nicht. Vor allem, du hast halt als Puff halt auch immer noch Rest als Option. Wenn du da so einen Early Kill kriegst, der auf Dream halt immer tötet eigentlich, wenn du es bei Early Percent kriegst. Hast halt einfach eine huge Lead, bis es halt Peach ausgleicht, das dauert halt eine Ewigkeit. Mein Gott, guck mal, wie lang, guck mal, der überlebt halt noch. Das ist halt. Ja, natürlich, aber... Man kann halt nicht so dimpen. 178%. Ich sehe Dreamer halt trotzdem, also ich weiß halt nicht so, was Jan da für Optionen hat bei High Percent. Ob es da vielleicht sagt, aber gerade so bei Mid-Percent sehe ich, oder Low-Percent sehe ich schon, dass Puff halt einfach Optionen hat, das Game plötzlich für sich zu entscheiden. Weil jetzt zum Beispiel, wenn Jan jetzt einfach einen Rest kriegt. 3-2 für mich. Oh! Sollen wir dann gleich spielen? Spielen müssen wir spielen? Ja. Sollen wir dann gleich auf den Setup kommen? Keine
keine Ahnung, was das ist, weil das einfach viel zu klein ist. Können wir ein Bier kaufen? Wir haben hier unten Bier kostenlos. Ah, sehr. I'll try again on the loser's bracket. Yeah. Ja, das Jan wird halt richtig oft gegen Dennis reversed. Das ist halt echt traurig. Das 2 zu 2. Game 5. Oh, er wechselt zu Fountain of Dreams. Na? I guess the result. What did 3-0? Yes. And a handshake? And a handshake. A fist bump. Fist bump, actually, yeah. Oh, yeah. Might be a handshake when it's 3-1. Hey, I played decently. That's when you'll start respecting me. Yeah. Wir haben keine Werbung Englisch, also das war einfach random. Oh, game 5? Oh, shit. Yeah. Oh my god, they're still playing. Yeah. We started when it was 1-1. Yeah. I played 2 sets during this set. Holy shit. Yeah, dude, some people are out of the tournament before the set ended. Yeah. I played against No, like Adam actually is, I think, right? No. No, okay, he's still in. Okay. I must play against the loser. Okay. Oh, never mind. Dude, I'm gonna have to be DQ today, I think. God damn it. Oh, der Geldjunge 12 ist da. Was geht? Kein Geldmann mehr. Noch Geldjunge. Oh. When he turns 50, he's gonna be Geldkreis. I got that one. Really? Yes. Holy shit, how do you know the word Kreis? I mean, I don't, but okay. Just from the context. Okay, that's fair. I assume it all means old man. It's like, so. Yeah, like geezer. Yeah. Oh, nice. Oh my god! Er hat, glaube ich, got 7 stitches or something like that. Wait, and really? Now the bomb. It's so dumb. Damn. He's playing really good. There it is. Yeah, I played against my favorite Italian player today. Mm-hmm. Ah, wait, what? I played against my favorite player today. David Italian player? No. Make sure Matt in the trap. We need somebody who's like Italian-German, but like not Italian at all. So we can keep saying we lost to our favorite Italian player, but it's actually none of the actual Italians. Oh no. Well, you can't say anyone else is your favorite, because the two Italians are so sick. Especially Magic. Yeah. I'm not funny at all today, I don't know. I like Lele. That's the days where you're not funny Lele. Are the days where you're playing good. Yes, actually. Lele was playing decently, you right? You were playing really good. Yeah, you were doing good stuff. Lele is such a cool tag. Like, I feel like I lost the set. But you for the first time, I could have won. But you like, won yeah. the war, right? Like, Jan führt I'm playing pretty good today.
Like even the Jonas said, sorry Jonas, but I did the yeah, silent. Yeah, I think if it were like, if there had been more like clean situations, it would have worked better. Yeah, it's, I still don't really understand the matchup in, like the neutral in the matchup, I think. Yeah, you try to running shine too much, that's why I get you with the... I don't think you got that many of those. I just do that a lot and they miss a lot, but then yeah. You never punish it, so... I don't know how to punish them, that's the thing. You just wait. Wave dash down, you win. Yeah, but it's tight. It's like, yeah, I know what to do, but I don't know how to do it, you know? Like, it's a skill I just don't that know if I have learn. The strength to do it. It's a skill that I need to learn. I need to grind the matchup. How close is it? Oh, fuck. This is pretty game close. Five. It's not that close. But it's pretty close. It's pretty close. I think I shot the percents in the opposite. Oh. This could be big. Oh, Dennis with the advantage. Goes back to strategically pull a turnip. I love that. Very smart turnip pull. Yes. Oh, the ledge castle. Let's go. Third moving. Oh, that ledge castle. Yes. I will say Hbox ledge cancels every aerial. Like. Ledge cancels more than Zane. He can't solo battery is so sick. Oh! He can't out cancel, yeah. Amazing. Oh! That's a mango. Nice! That's a mango. Oh, the taunt! Disrespect, oh my god! Hateful! He's moving towards a fellow competitor. Oh, man. Oh, 3 minutes only left on this. That's actually a lot. He's gonna rest in neutral in 3 seconds. He's not, but it'd be sick. Okay. It's so last talk, last game. Genesis Grand Finals. It's so fucking easy. In fact, even more prestigious, Iedo Grand Finals. Even Steven. I mean, Iedo had a better stream. Yes. Than Genesis. Yeah. Iedo round one. Round one winners. Oh god. Oh! Imagine. I saw them. He's back at 69. Dennis needs those percent. Okay, let's go. Oh. He's gonna have to do the rest. Oh! Whoa. That was so close. I think Zane was arrested. Zane! Hey, this is a comeback though. This is. Oh! Shit, that was really close. This was a sick tournament. 111%. Covered everything except roll to the right. Oh, I thought you'd take on the plat. Dude, this is so close. That was amazing. I feel like Pete wins these. Yeah. Oh! Maybe oh not. God, wait, so maybe not. Up. Oh! Oh! Oh shit! They're tied! Pretty much. Oh my god, 2%. Oh shit! Oh! Oh. Back to... My heart! Oh, it's a backer or an air. Shit! Oh my god! Oh, that's through the turnip. Oh my god, that was good. It was so greedy. Ah! Oh! Oh shit! GG's! Damn. Oh my god! Ja, jetzt noch nicht, oder? Damn! Jetzt, genau. Oh my god! Oh, let's go! Oh shit! Oh. That was wild, man. Oh my shit. Wait, Dennis hat gewonnen, oder? Ja. Du hast falsch eingetragen. Oh shit, oh sorry. Ja, Jan hat gewonnen. Jan ist Losers Round 1. Wir sind jetzt einfach Winners Runde 3 mittlerweile. Das war ein erstes Match von den beiden. Hey. Hast du schon gegen Marley? Maxi so cringe einfach. Oh, shit. Okay. Ganze Zeit gepasst. Spielst du gegen Evil Eye? Ja. Okay, nice. Holy shit. Oh, yeah, that's right. Oh, shit.
aber nachher. Ja, okay, give me a second. Warte, ich ändere noch das. Time for some top level commentary. This is that. Fox is so bad. Fox is so bad. Is it 1-0 for Conti already? Or I think it's the neutral stage. Oh, probably. I was talking with Jagged before, like when we played that. Like, Pokemon is probably the most neutral. Yeah. Either Pokemon or Dreamland. Like, do you like Battlefield more for Falcon? I think Conti likes Battlefield. Battlefield more is the best Falcon stage. Yeah. Really? Like, usually. Falcon bans Yoshi's and Fountain. And then Fox chooses. Fox usually also bans Battlefield and then picks between Dreamland or Pokemon. Yeah. I like going to Pokemon more. I went Battlefield. Battlefield is the worst stage. Why do you think? Like, it's harder to recover. The platforms are really good for Falcon, like how they are lined up and everything. I guess, yeah, fair enough. Oh! Yeah, I don't know why I don't strike the stadium. Damn. I should. It's funny because before stadium was a starter, it was kind of the opposite dynamic where Falcon chose it between the three bad stages for me. Yeah. For me. I mean, if these. Probably no, the best yeah. stage. I don't like it that much in the matchup. I'm but better. It's a personal thing. Yeah, same. I think Yoshi's is. Yeah, I like Yoshi's or Fountain more, even though I hate Fountain in general. I always Yoshi's, you die at like 50 as Fox if you're like. Yeah. You get hit like by a bad leash. But the yeah, thing but is, the neutral is just. Yeah, yeah you don't want to give fucking that much space. Yeah, I feel that. Oh, oh my god.
Okay, that was big brain. Yeah, damn, Fox is so sick. Was that a Stomp Lee? Pray God. Yo, Stomp Lee! Woo! Let's go. Very uncharacteristic hit Stomp Lee for Fox. Was geht, Paul? Maxi's neutral has gotten so much better. I love how patient he approaches the matchup now. He just lets Konsti throw out moves. Which is something that I never get him to do. I don't know how Maxi does it, but maybe he's like he's got better pressure with like Fox in general. I don't understand neutral in this matchup at all. I understand neutral, but not the punish game. I think it's so weird against Fox. It's also weird, yeah. I feel like I thought it's pretty straightforward, getting like a shine in any sort of situation and then comboing across the stage and then getting like an up tilt and then comboing from there. No, but it's like if you get a grab, what do you do out of a grab? A lot. Like, I wasn't talking about the grab. Yeah, but I think there are many instances where you get grabbed, like fucking shields a lot. Mm. Or it's a bad position for Falcon to shield, but you need to make him respect your grab, otherwise he will shield all the time. But if you get a grab at low position, I don't know what to do. Do I up smash? Do I? Yeah. It's weird because like at zero, if you up smash, you get punished. Yeah. He can just jump out of it. Like you actually lose the situation. And so at zero, you don't really have anything guaranteed. This is an unglücklicher bracket run. Mal 3-0 für dich? Ja. Das heißt, du hast diesmal Stocks gezogen, was ja nice ist. Das sind 12 mehr als vorher. Er hat ein dummes Maul. Dom hat es erzählt, hat er direkt an den Dreck, konnte er nicht für sich behalten. Ey, 30 Liegestütz. True. Mann, ist dies dabei. Doch. Da war kein SD dabei. Heute mache ich garantiert keine Liegestütze, ihr könnt mich alle mal. Ich eher verrate ich meine Melee-Ehre, als dass ich bei 40 Grad. True. Also, we should update the score, I think. Gegen Jan wahrscheinlich. Gegen Jan. Wenn er die ersten beiden gewinnt, ist nicht immer schlimm. Also, kann man mit arbeiten. 1-1. Ich gegen Jan gestern. Should we update? Yeah. It's 1-1, right? Yes. Okay. The last time they played at Arcadia, it was Game 5. Yeah. Was it last talk? I'm not sure. I think it was... No, I think Maxi had like the lead and then Konsti started turning off the jets, and I think it was 2 stocks. Okay. And it was FD, and now that we have FD out of the way, Maxi can't choke anymore. Thing is, I don't want to play either of those players, but I think they're on my path. Who do you prefer? Maxi. Yeah. But both of them pretty much humiliate me and I really got it. In different ways. Oh, and pretty much the same. That's unfortunate. Heute viel Spaß beim Scrabbeln. My one roommate gifted my other roommate a game of Scrabble for her birthday. Oh, okay. And now they're always Scrabbling. And Heide's at my place right now, and she was like, "All right, guys, I'm lurking, playing Scrabble now." Nice. Melee's great, but, yeah, but you know. Catch me. Oh! I think if you shiny, could have lived too. Instead of the second backer. Yeah. But I mean, it's fine. Like, it was good. It's a good trade for it. Yeah, it's definitely good. But. Oh, that was so nice by Maxi Holmes. That stock was clean. Banana says work. How is he up 3? I don't understand this match. Oof. Yeah. 1%. Right. How does he win neutral? It doesn't. Okay. I think I need to dash this more. I feel like in this matchup you actually want to be pretty close to Captain Falcon because like the only things he can do is to approach is either grabbing or doing any aerial he has in his toolbox. But the thing is they don't
come out that far. Like, if you see Falcon is jumping, you can react to it and punish him before he gets a hitbox out. Yeah. But if you're close to Falcon, the option that he will grab, which is kind of cringe. Charge me into down. Down to it. But Maxi was up 3-2-1 in this game, and now. Oh, you won! Holy shit! What happened? Wrong one. So. It was so fucking einfach, neuerdings den Stream zu machen. Ich liebe einfach Slippy. I need to learn how to up tilt with coach. I also don't understand how people do up tilts. Yeah, it's like you do it, you whiff, and then what? Oh. Then you do a second one and get grabbed for it. That's my game plan. Yeah, I've never seen any Fox on Unranked do one up tilt. I didn't see any Fox on Unranked. True, I only see Luigi and fucking. And Link. Bad Falco. And Four Smash Mark. You're on the. Play against. Nerf accounts? Huh? Do you play only against Nerf accounts? I don't know. Then they play something like. No, they're bad. It's bad game. Every time I play Unranked, I always get tripped. Like, my first opponent of the day. Every time I get tripped. That's not that bad. At least but it's like I want to warm up a little bit and then I get tripped. I want to play against him if I'm like moving. 1 hour in and I can move. Create a second account. I still get tripped. That's so annoying. You have to log out. I think Triff thinks I'm a big shitter. I mean, he's way better than me, even if I'm warmed up. Yeah, almost. I think he made top 8 at Fed, like, secondaries. Yeah. Not top 8. He got 9th or something. He lost against Nintendo, and then I'm not sure against whom. I'm not sure, but the secondaries are also insane. I think it was Brock. But yeah, point is, he played late. Why didn't you beat him? Who said Triff? Yeah. I never met him. He dodged? Yeah, he dodged me. I lost to Jar Aiden. Cringe. I know. Oh my god. Fuck Luigi. Luigi is so good. I suck versus Luigi. I'm so good against Luigi because like when I started the game, like there were not that many people in our region besides the two best Luigi mains in Europe. Yes. Like we had Mavacarta and Blade. Jar Aiden wasn't that good at the time. Like he was game 5. He was like improving really fast, but I think when I started, G2 was still the best Luigi, and I got fucked by him every month, like, until I learned the matchup after some years. No, but that makes sense, like, but I hate the matchup, that's the thing. Now I like it, but at the beginning I also like hate it. What do you do? That's fine. I shit on Luigi. He just win. He's so bad against Fox. Like, if you know what you're doing. Well, what's your neutral game plan? Just running in with Aerith and send him off stage and gimp. Interesting. Okay. Like, I'm not the only one in our region. Everyone in the Southwest Germany is really good against Luigi. Like, Riggs, Kinzo, Shima. Yeah. Because for years we were playing against Blade and Mavacarta. Yeah. That's fair. But like, okay, say a low percent. Okay, say you got a drill. Then you just shine and put him in the corner or something. Yeah. Okay. And he's really predictable, like. He can wave dash in and you know something is coming. And he also really can't jump and do errands. Like, there's no air mobility whatsoever. That's true. I mean, Jar Aiden is insane though. Yeah, Jar Aiden is insane, I don't know what that is. He makes Luigi look like a good character. Yeah. Oh my god, Consti. Luigi is so shitty. I will say I destroy bad Luigi's. Yeah. But like, yeah, honestly, I'm just
Honestly, Zarin is just a better player. Like, is like what I'm the saying. Thing is with Luigi, so many things are bad. Oh my god! If you don't know how to abuse these flaws from Luigi, it seems like he's good. Like, yeah, I was always struggling with his recovery, but if you learn how to edgeguard him, he's free. Yeah. Yeah, actually, yeah, you're right. But Zara, I think it's the same. Oh mein Gott! Oh, fast gut. Möchtest du noch warten? Gegen Juggler Cloud. Nee, gegen Cloud. Juggler Cloud. Du musst gegen Cloud spielen. Achso. Juggler Cloud von Ordnung. Ja, das spiel ich für Sie gegen. So, wie sieht's hier aus in Stream City? 0-0. Juggler hat sich heute den Classic 2-2 gegönnt, allerdings gegen die beiden Newcomer. Das countet immer nur so halb. Ich habe richtig schlecht gegen Parsec gespielt und auch ziemlich schlecht gegen Jan gespielt. Das war schon ein Highlight. Ich durfte gegen deinen Favorite Italian Spieler spielen. Oh, dein Favorite Italian Spieler. Ja. Mich. Magic. Okay. It's kind of magic. So. It's kind of magic. Und halt gegen Jan. Ist hier ein gutes Match? Was geht hier ab? Parsec Dennis? Ja. Wird Dennis verprügeln? Die Kamera sieht man sehr schön. Ja. Wir möchten halt Licht aushaben, weil das halt viel kühler wirkt dann. Ah, das ist der Trick. Dann schwitzt man hier so rum und es ist peinlich. Nee, halt auch Psychologie, weil wenn es dunkler ist, dann... Ja, das wirkt dann kühler. Geil. Okay, guter Trick. Okay, okay. 3-stock to 1. 3-stock 2-stock to 1. Let's see what Dennis can pull out from under his skirt. Oh. Oh my god. If there's maybe a resting stitch face. Rest? Oh. Oh. Mies. Miese Kiste. Okay. Parseco heute hot. Literally und figuratively on fire. Geldjunge, vielen Dank. I agree. Dennis mit dem Down Smash, representing the Down Smash. Gefühl, Parsec ist richtig gut da drin, so Hits zu einfach lange Kombos zu machen. Ja. Die gar nicht so immer killen, aber er ist einfach extrem gut, dich so zu carryen und sowas. Oh, Haramboy. Wann rasierst du? Haramboy. Wann rasiere ich wieder? Das ist eine richtige Haram-Frage. Warum ist Haramboy nicht hier? Sein Controller ist oh. Das heißt, er ist being missed by the Marls. Ich rasiere mich wieder soon. Right here, double. Noch im Sommer. Achso, warum rasierst du mich? Lol. Warum rasierst du mich?
dachte, wann rasierst du dich wieder? Und ich war schon so, warum? Was soll das? Das geht eigentlich. Okay, dich rasiere ich jederzeit, wenn du vorbeikommst. Ich bring meine Messer mit und meinen Faden und meinen Wachs. Und dann mache ich dich wieder ganz fresh, mein Junge. Komm bloß vorbei. Ich habe geübt. Feuer. Jawohl, richtig so. Mit der, weißt du, das ganze Spektakel. Oh mein Gott, das darf er sich nicht zu Kopf steigen lassen. Rasieren equals fertig machen, zerstören. Ach, wirklich? Danke, Banane. Vielen Dank. Captain Obvious. Ich bin ein Boy. Nicht lange, bis Haram Man auftaucht mit dem längsten Bart des Jahrhunderts und uns richtig fickt. Ja, mein Bart wurde ja rasiert. Von wem? Von mir. Nice. That's how it's done. Ich kann nur empfehlen, immer mal wieder sich den Bart professionell rasieren zu lassen bei einem Barbier. Das fühlt sich richtig geil an. Danach, für eine Weile. Ich kann mir nicht leisten, das jetzt irgendwie jede Woche zu machen, aber... Jeden Tag. DJ Khaled sagt, hol dir jeden Tag einen Haarschnitt. Das ist der Anfang. Aber immer ein anderer. Nee, schon immer. Irgendwann mal so ein Apfel. Mach dir jeden Tag einen anderen Haarschnitt. Irgendwann mal so ein Irokese und was möchte man daraus machen? Immer kürzer. Ein Fokuhila. Oh! Fox hat die längste Invincibility im Game. Was geht Asta? Was geht A-Star, benannt nach dem bekannten Pathfinding-Algorithmus, von Dijkstra, beliebt gemacht. Hält die Rasur nur so ein paar Tage. Wenn du einen langen Bart hast, hält es so ein bisschen länger, aber es ist so oder so ist es einfach geil, auch für die paar Tage. Und es kommt immer darauf an, wie krass dein Bartwuchs ist. Ja, genau. Es kommt darauf an. Gott. Oh! Und es killt nicht. Dieser Hit ist auf Tinder angemeldet und extrem Single. Das ist gestreamt bei Pornhub. You've been... Oh Gott. Hey, this is a family show. Ich werde irgendwo... jetzt werden wir gewandt. Paar Snacko snackt sich das zweite Game. What the fuck, der Grab? Korrekt. Der Gewinner davon ist gegen Lil Fusi spielen. Oh mein Gott. Weil der gegen NRW macht. Oh, was war das? Mittlerweile schon als Big Fruise bekannt auch. Nicht mehr so lightweight, wie er das in seinem Nick verkaufen möchte. Alt Fruise. Hä? Alt Fruise. Alt Fruise. Old Fruise. Welches findest du besser, Lil Fruise oder Frozen Light? Alter, Frozen Light ist der dümmste so. Nick des Jahrhunderts. Das hört sich auch so lustig an. Frozen Light. What do the fuck do you mean? Gefrorenes Licht. Gefrorenes Licht. Frozen Light. Es ist der edgigste Name, den man sich vorstellen kann. Es ist kurz nach Shadow, Dark Hunter oder keine Ahnung. Aber, so wenn man so Maxi so kennt, dann ist es wieder ein Zicker-Nick. Weißt du? So ist das mit der Kunst. Auch geil noch diese Zahlen an der 1337. So ein Lied. So gehört sich das. Frozen Lied fände ich wieder extrem sick. Als Nick. Aber so nicht. Oh! Little Lied. Denius? What the fuck are you doing? Get off my stage. Get off my stage. What do you mean? Einfach diese Reine. Oh! Prosecco mit dem extra trockenen Moves heute. Kein Zucker. Einfach nur effiziente Upsmashs. Frozen Defense. Frozen. Das ist wirklich eine krasse Ansage. Frozen 1337. Not a problem. Einfach nur 1337. Na, das ist schwach. Nice. Oh, nice. Einfach so, der Upsmash zeigt schon wieder, dass man um diese Upsmash okay. Dragon Ball Z Moment, but he comes back. Okay, aber 150, das kann man evenen, außer man wird gewaveshined über die ganze Stage. Und dann ist es gleich schon gar nicht mehr so getting even. Getting shined in my favorite game. Ja, getting waveshined on my favorite stage. Oh, nimm den Po. Nice Turnips. Nein, und der Grab. Peach, ganz kurzer Dash. Und das war's. Nee, das war's nicht. 171. Die DI ist zu krass. 171 Erfahrung. Achso, sorry. I'm looking at the wrong number. Ich war schon so, what? You saved that. Oh. LOL. Oh. Nice.
mit der hinterste der zwei Downswatch und die sind even percentage. Drei Downswatch und Dennis gewinnt. Dreimal die Waschmaschine. Yes. Abfall. Da ist eins. Okay, ich wollte schon sagen zwei, aber nein. Yes. Dennis, bist du sick? Zeig uns, was du kannst. Oh! Side B ist Bullshit. Oh no! It hurts deep inside. So endet das Set, wie es angefangen hat. Zum Kotzen. GG's. Parsec ist sick. Parsec. Macht mal Licht an. Haramboy, nein. Das hier ist ein Dunkel-Weekly. Und wir sind alle krass am Sweaten. Und wir wollen kein Licht. Vielen Dank. Okay. Ja. Wärst du hier, wüsstest du es. Ja. Wir brauchen kein Licht, wir riechen uns. Hey, man sieht doch alles. Super. Wer ist denn hier? Man sieht doch alles super. Ihr müsst mal zum Optiker wechseln. Ich hab schon den ganzen Tag mit dem Fahrrad unterwegs. Oh, du musst Game. Sag gut aus. Fusi spielen. Ich weiß gar nicht, wann ich zum letzten Mal Fox, der du gegen ihn gespielt hast. Weil immer, wenn ich die nehme, wie beim jedem gespielt habe, war ich glaube so falsch oder so. Du hast gegen Jan gewonnen, nehme ich an. Ich glaube, das letzte Mal gegen Maxi war vor einem halben Jahr oder noch länger, irgendwie bei Heißmiss. Heißmiss. Du bist auf jeden Fall mein Favorite in diesem Match. Thumbs up. Die Sonne geht laut Wetterbericht um 20.53 Uhr unter. Lass es eh in 5 Minuten. Vielen Dank, Ofis. Alter, schon 20.53 Uhr geht die unter. Das ist krass, ne? So weird. Vor einem Monat oder so war das bis 22 Uhr. So wir sind schon über... Ja, ich weiß. Wir sind schon lange über Sonnenwende hinweg. Die Tage werden schon wieder kürzer, seit ihr nicht da. Juni. Ja. Deswegen, bald ist schon wieder Hälfte, Hälfte. Und ich möchte auch eigentlich kein Licht anmachen, während ein Set gespielt wird. Vor allem auf Battlefield oder auf Final Destination. Das Licht angeht, sind die Leute so... Sollen wir einfach immer random Licht an- und ausmachen? Ist ja geil, wenn es in Smash so Flashbangs gäbe, wo der Bildschirm so ganz weiß wird kurz. Und wenn du weißt, dass der Move das kann, so zum Beispiel stell dir vor, Shine wäre einfach Fullscreen, ein Frame, der Bildschirm ist weiß. Und wenn du es machst, aber machst beide, du so... beide machen das. Ist ja, aber du weißt, wenn du es machst, kannst du die Augen zumachen. Und kannst dein Blinzeln so auf dem Waveshine timen. Einfach die Meter verändern, einfach Sonnenbrille aufsetzen. Aber dann siehst du ja sonst nichts. Also schon... Aber FD wäre dann hart. Schon tough, ja. Dann einfach FD mit Flash... Jeder, der schon mal mit Sonnenbrille im Club war, weiß, Sonnenbrille auf FD ist zum Kotzen. Ist besser für die Augen, Jonas. Ja. Mach das Licht jetzt an. Ja, ich möchte das nicht wehren. Ich auch nicht. Magic gegen... Marley spielt auf FD. Obwohl das gerade. I prefer the Magic. Actually, I prefer the Marley over the Magic. Magic ist. Magic. The Gathering. Das ist halt lustig, dass gerade nur ein Set gespielt wird. Magic the Gatheroncini. Magic the Gathering. Ich prefer jeden außer Juggle. It's tough. Haram, du hast nicht meinen sicken Schick gesehen. Weil du mich zu krank respektest. Ich versteh's. I get it. Schon lange niemand mehr gesubbt. Schon lange keine Subscription. Schon lange keine Donos mehr gekriegt hier. Haramboy. Falls ihr noch Twitch Prime habt, ihr könnt jeden Monat kostenlos subben. Jeden Monat, Leute. Weißt du, wie lange ich schon kein Twitch Prime mehr vergeben habe an diesem Channel? Das ist ein Monat her. Ja. Da kannst du es ja machen. I'm gonna do it right now. Ich habe noch meine Benachrichtigung. Um euch ein Bild von hinter der Bühne zu malen, dass wir sehen, Konstantin macht gerade einäugig eine Wassermelone auf. Eineinhalbäugig. Und dabei hat er sein Blumenshirt an und sieht formidable aus. Jemo. Spawnt eigentlich Third immer in Losers oder ist er einfach immer late? Third hat einfach verloren. Third hat einfach knapp verloren. 3-2 gegen... Gelost. Asta, ich weiß nicht, was du meinst. Der hat einfach honest im Winners verloren. Das war 110% beide. Nee, wir mögen Jan nicht. Wir mögen Jan nicht und wir starten Jan immer im Losers. Weil wir hassen ihn. Wow, Schatz. 3-0 kam. Okay, wo ist mein Twitch? Hier, Twitch. Ja, Mann. Sick. Absolut genial. Ja, 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 jetzt kann man. Pass auf, dass du kein Set damit fixst, aber ich glaube, ist egal.
Oh my god. The prettiest players in view. Das war auch während eines Setes. Hast du nicht drin gemacht? Eines Setes? Mali Magic. Ich nehme hier so ein Stück, ja. Ich will jetzt niemanden obscenely annoyen damit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sick. Ich würde ja gerne den Sub an uns vergeben, aber Özke ist gerade live. Özke? Das heißt, die Reddit eventuell bei später. Classic. Classic Thursday. Oder die Raided Timonsku. Kann auch sein. Mit seinem Finn. Wer ist Timonsku? Andere Leute da. Einer, der ein Pigeon Cam hat. Zu Hause und das Livestream. Der was? 24/7. Pigeon Cam. Ja. Holy shit. Sick. Ich hab noch ein. War ich aber kurz vor gut, diese Melone. Ja. Lange hätte ich nicht mehr gehalten. Ja, ich hab dich auch gerade für den Würmer gekauft. Oh mein Gott, ich bin seit 32 Monaten gesagt. Ich glaube jeden Monat. Ab geht's. Ja, das ist einfach Free Money Glitch. Ich war gerade sagen, der Timonsku, wer ist das? So, wie kann das sein, dass sie über uns rainen würde? Aber ich denke mir so, 24/7 Pigeon Cam. Ist schon so legit. Nice. Vor allem mit Jungtieren dran. Wir machen so ein AI-Channel und machen die 24/7 Falcon Cam. Das muss ich mal Miris Katze zeigen. Hast du Cat TV für dich entdeckt? Das ist der Wahnsinn. Das ist das Allerwitzigste. Ich habe so ein Video von einer Katze so auf Twitter gesehen und war so, Moment, wie reagiert die Katze da drauf? Und dann habe ich ihr das gezeigt und sie hat so nicht so wirklich reagiert. Dann war ich so, aber Moment, was mit anderen Tieren? Und dann habe ich der so halt Mäuse vor so einem Loch gezeigt und sie ist obsessed, ey. Was ist diese Maschine? Was geht, Zürich? Hallo Zürich. Wow, wie wird es Prediction? Du gegen Maxi? Ich habe halt ewig nicht mehr gegen ihn gespielt, er hat auch improved, aber mal gucken. Seine USA-Improvement. Ich meine, ich bin halt schon der Favorit, aber ich finde Maxi halt schwer einzuschätzen. Also mal Luke. Achso, diese Maschine da rechts, das ist ein Ventilator. Nee, das ist ein relativ normaler Ventilator. Ja, das ist so ein Standard-Ventilator. Ja. Die sehen allerdings alle so aus. Beziehungsweise die guten. Das ist einfach die Zukunft. Die Zukunft. Die PS5. Leider nicht alles in Chrom. Schade. Zukunft ist matt alles. Die Zukunft ist alles ist matt. Nee, ich dachte, die wäre alles in Chrom. Ja, aber neuerdings ist alles matt. True. Also. Bald haben wir matte Gamecube-Controller und Boxen. Stimmt. Und meine Controller ist so leicht matt, also halt das. Mein Rectangle ist ja so leicht matt, das ist ja so Plastik. Ich freue mich schon, wenn mein Phob endlich ready ist, Mann. Wer macht denn das, King? Anni. Die ist gerade im Urlaub in Warschau. Aber danach wird weggecheatet, dann mache ich auch Z-Jump. Dann kann mich niemand mehr aufhalten. Dann fickst du einfach jeden. Ja, Mann. Endlich zurückschießen. Ich denke halt schon, es macht halt so viele Sachen auch auf Gamecube-Controller einfacher. Ja. So Abwehr-Sachen oder Instant Aerials und so. Das war auch genauso mit UCF, da ist auch die Meta ganz anders geworden. Ja, ja. Yoshi ist so krass geworden. Man bemerkt halt auch einfach, dass halt so. Manche Sachen, die so Boxspieler können, gehen halt auf Game-Controller nicht, außer du klorst halt. Next Set wird wahrscheinlich... Ich dachte, Konsti gegen...
Hm? Konsti, möchtest du gegen Jan spielen? Möchtest du gegen Jan spielen? Nur da, wir sind es hier. Ach so, er soll dann Max und nicht einfach? Wenn ihr wollt. Ja, ich muss halt danach gegen Magic oder Marley. Die spielen aber immer noch, das glaube ich, Game 3. Ja, sonst war das oft zu. Ja, auch, oder? Ja, ja. Ja, danach hast du 3-0 gegen Jan gewonnen? Ja. Krass. Ich auch, aber erst nachdem ich 2 verloren habe. Nice. Paul Sekko gegen Melfusi, Winners, Final. Ja, Third ist leider schon draußen. Ja. Third ist gleich Third von hinten. Vierter tatsächlich. Nee. Ah, nee, auch nicht. Fuck. 3, 4, 5, 6. Sechster von hinten. 6 bis 7. Er ist zweimal Third von hinten. Jetzt sehen wir, wie Parsec was tweetet. Oder auch nicht. Ja, Jan hat 3-0 verloren. Beziehungsweise Konzi hat 3-0 gewonnen. Oh, Mali hat gewonnen. Sick, aber das ist doch expected eigentlich, oder? Wir denken immer, dass das so eine Überraschung ist. Aber eigentlich gewinnt er immer. Ja, aber das ist halt so knapp. Parsec ist blau. Habe ich hier ein USB-C auf der Karte? Parsec ist blau, ne? Ich weiß nicht, was er ist. Oder Maxi ist rot, ne? Ja, so? Ich weiß wirklich nicht, keine Ahnung. Füchse sehen alle gleich aus. Nee, hier ist kein Slot mehr frei. Da hinten ist ja noch einer. Was ist 3-2? 3-1 ist so dumm. What? 3-1 and it did so long. Hey, it's ISIS, what are you gonna do? Scheint. Alter Konati, was macht das? If it makes you feel better, I'll play your mark for your 2 euro money match. Nee, nee, das sah so aus, als ob back up. It's motivated. Yeah. Don't be sad. But it's good. I'm only sad because I'm only sad because everyone cheered for him. I cheered for you. And he did nothing good. I prefer Magic. Thank you. But you weren't there, so. Yeah. We didn't expect anyone to do it. No, you weren't cheering for me. You were cheering for him for all the match, except the last 2 stops. I was cheering for you when you were down. What? And then I was cheering for him when I saw that he was gonna win. I was like, I don't want to cheer for the loser. That's embarrassing. That's not proper. Knicks fan isn't here in the episode. You can't be salty in Italian. You have to vocalize. I know. I'm not that salty. I just suck at the matchup. Yeah, that's fair. That's actually true. It's Marley who's a sneaky. I was trying new stuff. Like, yeah. That's good though. That's no, no shame. No shaming losers anymore. No shame in losing to ISIS. And no shaming losers. No loser shaming. No loser shaming. Yet. That's weenie shit. Let people be disappointed. What do we do? Honestly, I'm so down. Like, for shaming. Oh my God. No shame. Because I'm not the biggest complainer you could ever. Except for today. And even then, I've heard worse. We have I've heard days. Worse. But you're allowed to. I hate no drones. I hate no drones. It's like. What? Every time you lose, you should suck the opponent. Like, yeah. You say, oh, no. I lost because the opponent is just a better human. And that's always human. Been. That's what you have. No! And I will quit, man. But you got to get the other Johns is just about yourself. Johns is if you deprecate your own abilities. If you say I played bad, because of something, right? If you just say I played bad, it's fine. But if you say my controller or something, right? I was calling, it's too long. That's a joke. It's not a
started. If you, yeah, but just an excuse. Usually people if you say, I don't know the matchup, that's not good job. Yes, I'm bad for not knowing the matchup. It's my fault. Yeah. Did you hear about my success against Parsec today and my good set? No. I've got triple 4-star. And so much that he was like feeling bad. Oh, he's going to be autistic. Wait, what's the 30 push-ups? Yeah, it's too hot. I'll do him in the winter. You're can't too do 30 push-ups. 33. You're too hot. Can you take breaks? I can take breaks. You can take, you can do 30 push-ups. Take believe. As long as you want, except one break, like, one break, one break. I'll do I believe. 30 push-ups. I believe. You can't leave. Okay, if you lose to my Mars, you can move 10 more. Is that what we're playing for? I get 2 euros and you get 10 push-ups? Thing is, I don't know if I have 2 euros. So we could do a push-up. We can do it. You can remember the 2 euros. No, we can I'm do sure there will come a time. We do a push-up match. A push-up match? Yes. Okay, the those loser, I'll actually do. Oh, push-up match? Yeah. It actually, I'll be honest, it sounds really snobby, but I'd rather pay 2 euros than do it. Imagine on the... imagine, just because of yeah, but I don't how warm I it have is. Magic, the salty sweet, only with push-up matches. Yes, I'm down. What's the push-up to euro conversion? What's the push-up worth? Well, I said 10 push-ups, so 5 push-ups is 1 euro. Nice. Yeah. It's a good 20 cents. A push-up? I like it. I'll do however many. Oh my god. I'll do a push-up for 20 cents. I will. Free money. Free real yes. estate. Well, then do the match. I will. We'll do a set now. Are you out of the understand? Yes, I am. He cut the set out of the equation. He just gave us money for the push-up. How's it true? Jetzt fick ich seinen Namen und dann seh ich dich ab. Da kommt der Beat schon und fick dich. Wie spät ist es? 21. Ja, ich muss so Viertel nach 10 muss ich los. Ich überlege, ob ich halt noch gegen Dennis spielen kann und dann noch gegen Domme oder ob ich einfach vorher vorfinden sollte. Oder ob ich Dennis entscheiden lasse, ob er spielen möchte oder nicht und dann queue ich. Musst du morgen früh raus? Was? Musst du morgen früh raus? Oder? Nein, ich muss auch so lieber kleine Zeit nachholen. Ah. Hat sich jetzt gerade herausgestellt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Person sich heute noch meldet und sagt, ich habe heute auch was mit eBay gestern habe ich was bei eBay Kleinanzeigen. So eine geile Seite. Ich upcycle eine Spiegel, so eine Schranktür zu einem Schrank. Ja, ich habe mir eine Capture-Card geholt für Webcams. Eine was? Eine Capture-Card für Webcams. Was? Eine Capture-Card. Eine Capture-Card. Oh. So eine professionelle. Ey, willst du mir helfen? Ich will nächste Woche vielleicht streamen, ja. Wie ich ein Bauprojekt mache. Wann ist die Frage? Ich überlege gerade vielleicht Mittwoch oder so. Ja. Ich weiß noch nicht genau. Ich muss gucken, wann ich die ganzen Sachen zusammenbekomme. Der Mittwoch aber ich nichts vor. Was brauchst du? Also einfach nur so ein bisschen so Moderation Help und also wahrscheinlich mache ich aber nur eine Kamera hin und mach an. So. Mhm. Also mehr wird's gar nicht. Kann man so ein simples so Chat-Funktionen-Ding irgendwo einbauen oder ja. so? Gibt's halt viele Seiten dafür. Ja. Was lohnt sich da gerade? Was ist da gerade die beste? Also Streamlabs hasse ich, weil die Sachen geklaut haben. Okay. Stream Elements ist das für mich. Stream Elements? Mhm. Ja, mal schauen. Da kannst du auch generell ein ganzes Overlay und das dann einfach rüberklappen. Ja. Ja, tuned ein bei twitch.tv/konatiboy. Nächste Woche, wir bauen einen Medizinschrank. Mit Spiegel. Dann könnt ihr auch Konati Reins haben und Konati Atze. Oh mein Gott, stimmt. Streamt Özge am Mittwoch? Wenn ja, dann wäre es richtig. Oh shit, Özge Rave wäre nicht Handwerker. Ja. Ich hab schon überlegt, kennst du diese Epoxy Resin Tische? Nicht Epoxy Resin? Oh ja, Epoxy Resin ist so geil. Das, und dass ich dann da halt quasi, du kannst ja so. Das kaufen, das kannst, du kannst ja quasi, nimmst so einen Tisch, ne? Natürlich. Mhm.
machst dann so eine Schiene, so eine Stahlschiene außen dran, damit du so, so ein bisschen drüber gehst, damit du das Epoxy Resin drauf machen kannst. Ne? Und dann basteln wir aus Metall so Hammer und Sichel und ganz groß und machen das all over diesen Tisch, dass es so bis oben geht. Und dann füllen wir das mit rotem Epoxy Resin. Ja. Und dann ist da so ein metallener Hammer und Sichel Ding im Weg. Ja, ich habe auch überlegt, ich kann halt mit meinem 3D-Drucker was modellieren, printen und dann daraus ein Mold machen, also negativ, und dann Resin reinmachen in dem Negativ. Oh. Da kann man so Buttons machen. Ja, generell halt. Das ist nice. Aber eine riesige Hammer und Sichel aus Resin. Ja. Ich kann einfach Hammer und Sichel in 3D. Hehe, Kommunismus. Vor allem ist es ja relativ einfach, wenn es einfach nur flach ist und halt eine Form von anderen Sachen. Aber ich kann es auch 3D machen und dann halt mit, wie heißen das? Mit Schleifpapier. Ja. Schleifen. Der Kommi-Handwerker. Gott, bitte nicht. Das ist ja super cringe. Oh shit, kommen da Liegestütze auf uns zu? Oh mein Gott. Und? Ah, oh. Das war's. Ja, und da sind die Liegestütze. Aber Maxi ist bekannter Liegestützenverweigerer. Ja, er hat auch schon gesagt, dass man Liegestütze spielt. Ey, Bananen, ich gette komplett. Foxy, das ist so, ne? Und jetzt wird oh crazy. Ich bin super beeindruckt. Er hat gerade gebackfrontet, wir wissen das alle, oder? Ich kenne eigentlich rein theoretisch auch am Samstag streamen, wie ich den Streaming-PC aufbaue. Oh. Aber auch kein Bock drauf. Ja, ich denke auch, das wird sich keiner so anschauen. Ja, ja. Also auch bei mir. Obwohl das schon, Handwerk ist schon richtig bei Twitch. Ja, aber ich glaube, das wäre halt nur so für Leute, die ich halt kenne, so die das gucken werden, glaube ich. Also ich habe ein bisschen Chance, dass was passiert wäre, halt einfach, weil ich so ein paar Twitter-Follower habe, so, die dann halt reinschauen oder so, aber ja, aber keine Ahnung. Die einzige Person, die mich raiden würde, wäre halt Özgür. Aber die streamt ja auch selbst abends, oder? Ja, aber halt. Ich glaube, so spät in den Abend rein werde ich gar nicht mal. Also da ist ja irgendwann auch so Nachtruhe und so, ne? Obwohl, eure Wohnung ist nicht so krass isoliert, ne? Ja. Also man hört immer, die Nachbarn würden was hören. Meine, Glück, dass die Nachbarn unter uns halt ein Restaurant sind. Ich glaube, das ist ja nicht so schlimm. Matchups sind einfach ein ganz anderes Spiel. Keine Fox-Sitter. Ja, ich find's langweilig. Das ist halt. Passieren manchmal coole Sachen, dann ist so. Okay, keine Ahnung. Wir können irgendwie alles machen. Das ist ganz nett. Das wird konform. Ich schätze, dass du Melee in seiner pursten Form, mehr oder weniger. Aber das hittet dich halt auch nur, wenn du gerade so voll so Melee-Modus bist. Wenn du so richtig in Love mit Melee bist, dann ist das, glaube ich, das sechste Matchup. Ja, wirklich, cheese, ja. Das ist genauso wie mit Marv Beatles. Ja, aber das ist halt Melee als Ganzes, glaube ich, so ein bisschen. So. Es ist einfach. Ja, da kann halt wirklich alles passieren. Es sind ja alles so Stein, Schere, Papier, Layer, Kacken so. Und richtig viel davon ist halt einfach so, okay, du weißt, was der Gegner da macht, dann Shine Spikes tun jetzt. So, die können das halt voll gut, die Charaktere. Das so, ich glaube, wie gesagt, wenn du halt geisteskrank bist, einfach, oh mein Gott, Melee, geilstes Spiel der Welt, so, dann ist das kein Problem für dich, weil das halt Teil des Spiels ist so ein bisschen. Ne? Aber ich glaube, wenn du gerade so in so einer Melee-Low-Phase bist, dann ist das die schlimmste Sache, die du dir antun kannst. Ja, aber halt für die nicht Melee wissen, das ist einfach, das sieht halt krass aus, weil es so schnell ist. Ja, aber die checken auch nicht, dass das Cheese ist dann. Ja. Oh, das was ist das? Okay. Dann ist schon fertig. Ich glaube, dann kann ich sogar spielen. Dann 20:12, zwei Sets. Ja, könnte klappen. Je nachdem, wie lange wir sind.
ist ja auch noch da, so lange noch. Ja, wie fandest du das Set? Maxi wurde auf jeden Fall viel, viel besser. Game 2 ist halt auch krass gewesen. Das war. Stimmt. Nee, das war Game 3. Game 2 hat er geholt und dann. Yoshis war es, oder? Ja. Asta meint, ich habe Schiss. Von wo weiß er das? Oh, was geht, Heide? Ich dachte, du spielst noch Scrabble. Scrabble. So, wie viel? Wie ist denn das Payout heute? Hm? Wie ist denn das Payout? Zehn, zwölf, sechs. Krank. Ich werd reich. Warte, das sind hier nicht eigentlich 11 Leute in einem Bracket? Oder doch? Muss ich reloaden? Aber Newcomer bezahlen war es doch, oder? Nee, aber wird trotzdem in den Pot gemacht. Ach so, ja, keine Ahnung. 3-0 and not that close. Für Dennis. Alter, das ist so fucking langweilig. Oh nein, die Namen, noch. Ja, das ist, weil... Die haben einfach gestartet. Oh mein Gott, ich hab Marley gemacht. Warte, nimmt es auch aus Smash oder TG raus? Ja. Boah, Digga, was ist denn für Zukunftsmusik? Das Stream Layout nimmt einfach die Namen von Smash oder GG. Ach du Scheiße. Das ist das Programm von Liver. Schaut jetzt in Liver. Boah, Alter, wie gestört ist das? Man muss liegt nichts mehr machen. Ja. Als würde man Falken spielen. Ja, und jetzt einfach nur die Ports. 4 und 1. Ja, es nimmt auch die Pro-Downs von Star-TG. Können wir bitte Whitehead Smash TG nennen? Star-TG klingt so kacke. Ja, hier, man kann hier halt alles, das wird dann hier alles automatisch eingetragen, auch Vornachnamen und so. Das kann ich halt alles einbauen. Das ist Zukunft. Ist schade, bei Star-TG, Smash TG, dass die Twitter-Tags nicht aktualisiert werden, wenn man halt Twitter-Tags ändert. Ja. Zum Beispiel ist bei dir noch Parsec. Nicht mal Parsec. Alter Raum. Ich finde halt so geil, wie man, was man alles neulich mit Melee machen kann. Aber man verliert trotzdem gegen Mauer 2022. Aber immerhin haben wir jetzt schöne Streams. Flippy. Gott. Oh mein Gott, der hat einfach ausgetrickst. Einfach einfach getunnelt. Einfach Paralyse eingesetzt. Der erste Stock sah noch okay aus, aber jetzt gerade. Bald kann man noch viel krassere Sachen mit Star-TG machen. Zum Beispiel... Auf dem Handy benutzen? Nee, Ja, das wird nie passieren. Nee, die arbeiten an der API. Dass man mit der API Sets eintragen kann. Das heißt, man kann zum Beispiel so ein Gerät überall in jedem Setup machen, wo man halt die einträgt. Ja. Das ist halt sogar automatisch über Switch einträgt. Aber man kann es immer noch nicht auf dem Handy benutzen. Nee. Das wird nie klappen. Obwohl,
es gibt halt eine unoffizielle iPhone-App, wo man halt nur nichts eintragen kann, aber anschauen kann. Also benutzt jedenfalls Anni und das sieht schon ziemlich sick aus. Leider nur auf Apple. Dein Lieblingsspieler besiegt. Ja. Also, Max. Ich hab ihn gefordert. Aber es war tatsächlich closest Set. Nur das eine Game war halt. Er hat's verdient. Das ist so geil, als Dritter kriegt man einfach 2 Euro. Das ist legitime immer bei Mini. Man macht immer Minus. Selbst wenn man irgendwie Evo gewinnt. Mit Hotelanreise und so, immer noch Minusgeschäft. Obwohl bei Agebox ist es ja anders, weil ja Corona von. Von Liquid. Von Hungry Box. Ja. Also so 99%. Kostet so viel. Also Ticket schon Kostet so viel Geld. Ich find's okay. 70 Euro? Ich finde es okay dafür, dass es halt eine Dreamhack ist, dass ein fucking Major ist. Das sollte Standardpreis sein für Major, finde ich. Natürlich für so ein Jedo zahle ich nicht vielleicht 70 Euro, aber für so ein Major finde ich es voll okay. Vor allem, ich finde halt so Venue-Fee ist an sich halt meistens das Billigste. Es kommt halt immer so Airbnb, Hotel, Fahrt und so, das ist halt mehr was Teures oder auch Essen. Ich habe bei Arcadia so 150 Euro für den Scheiß ausgegeben, für Essen, für Kippen, für alles. Aber das ist auch Everyday Sachen, Kippen, das ist ja so Everyday-Ding. Ja. Rauchst du mehr bei Smash Turnieren rauche ich viel mehr. Weil mit den Homies, da kommt jemand so, ey, Bock auf eine Indo, ich so, ja klar, Digga. Und dann raucht man 10 Minuten, kommt wieder der Nächste und dann spielst du Turnierset, bist nervös, musst davor rauchen und danach rauchen. Man kann nicht anders. Außer Ketten rauchen. Also ich hätte halt richtig Bock auf Turnieren oder so den Stream zu machen, aber halt alles mit dem Zug zu fahren ist halt scheiße. Ja. Und ich habe keinen Führerschein, kein Auto. Also Dreamhack wird nice. Ja. Da habe ich Bock. Ich melde mich wahrscheinlich Mitte des Monats an, weil ich dann noch Geld kriege. Also ich versuche nächstes Jahr auf Feed 3 zu gehen. Da denke ich auf jeden Fall. 3000 maximal, ja. Das ist einfach krass, und gesponsert von Billiard. Also man muss halt sagen, so 3000 maximal, was heißt das? Es ist ja nicht so, dass wir plötzlich mehr europäische Spieler haben. Ja, aber wahrscheinlich amerikanische Spieler. Ja, aber du wirst keine 100.000, du wirst keine 2000 Amis herkriegen. Keine Ahnung. Ich meine, so Europas Kapazitäten sind vielleicht höchstens 1000. Wie laut ist das? Was hast du denn? Haben die es laut? Ja. Cringe. Ja, ich glaube, Dennis braucht die für die Textures. Ja, aber ich brauche Ingame-Musik eigentlich auch immer. Deswegen mache ich die Setups meistens auch richtig, richtig laut. Du kannst, wenn du halt lang genug Audiokabel hast, kannst du da einen Kopfhörer anschließen. Ja, ich weiß, aber ich mag Kopfhörer tragen auch nicht unbedingt. Aber ich glaube, ich mock jetzt erstmal eine Innen. Kommst du mit? Hier Thank you.
Maxi? Where's the camera? Alright, you're the hype commentator. All you have to do is yell. Okay. Okay, cool. And I'll talk about that. Okay, gotcha. That sounds like a deal? Yeah, it sounds like a deal. What game is this actually? This isn't Grand Theft Auto. No way. Oh my god, that was it for Little Fruzy. What's so funny about Little Fruzy? No, no, no. Wow, where are you from? Are you from the UK as I'm well? From the UK, yeah, from UK South well. UK, yeah. I'm so good, I'm from Birmingham. You're from Birmingham? I'm from Birmingham. Oh my god. Oh, the other thing you can do, you can just say, every time that you're like, There goes Little Fruzy again. There goes Little Fruzy. NRW man in the win. Yeah. But Little Fruzy's coming back with a vengeance. Turnaround down smash. Turnaround edge guarding. Yeah, yeah, you know the turn. Yeah. Oh my. Oh. Okay. Where's it? Yeah. Oh, and this is the redemption of Little Fruzy coming back in the game. He is. The return of Little Fruzy. Yeah. Ooh. It could be anyone's game. Ooh. 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 Another one. Give him another one. Ooh. Oh. Bit of a knee. Oh. Yeah, up there. Oh. No. Corner. Oh. Okay, alright. Are we living? No. Are we? Oh, no. Okay, could this be cool. It? It's yeah. It's salvageable, but. We'll see whose game it is. Any kind of edge guard? Let's see. Yep. Nice. Oh, okay. This could be anybody's game. It's even now. One life each. Yep. Ooh. Ooh. I feel like so traditionally on a stream like this, yeah. Yeah. They get somebody who really knows. Who's better than most of the people? Almost better. Yeah. So they can have a conversation about what's going on in these players' minds. Yeah. But let's be honest. Yeah. We're here to catch the vibe. Yeah. I know what's happening. No. Realistically, it's great to be back in Germany. There we go, Little Fruzy. All right, Little Fruzy in for the win. Is this mic on? Yeah. Is this thing on? Hello? A valiant effort by NRW man. Good he job. He likes it really. Good game. You're welcome. Okay. You don't know how to commentate? No.
That's alright. It's quite a hard thing. It's got to be a personality. Yeah. You know, you were just personalities. Yeah. If anything. All right. Not game. Battlefield. Right now. Game two. Oh, Fox doing what he does best. Down B. Unfortunate miss edgeguard. Is this loser's spot? I believe so, yeah. Yeah. No! Oh no. This is looking like what's game three, but hey, you know, crazier things have happened. Crazier things have happened nowadays. Yeah. Let me bring it back. No. Game it is. Reset. Yeah. Getting in there. Good game. Game three. No showboating in Germany. Quite. No showboating. What's showboating? Like people don't like. Oh no, that's definitely not true. Yeah. That's definitely true. Yeah. In America, you know, people pop off, but also not mid set. Really okay. Not classy. If anything, you know. Yeah, not. The Germans, I will say, I love being here because people are very kind and they're actually quite respectful of each other's skills because it takes a lot of effort to get to the level that these people are at. Right? Absolutely. It takes a lot of time. Totally. And they're very good about it. In America, see, we're disrespectful as fuck. Yeah. You miss one thing, you know, that you've practiced millions and millions of times and they're shitting on you all over the place. Yeah. They're like, wow, I can't believe you missed that edge guard. Yeah. But in Europe, they're like, you know, they're kind. You almost got there. Yeah, it's they're so supportive. Nice. They bring you up. Well, there's also, yeah. I mean, America. You know, they bring you down. Yeah. Well, Ow. That was cute. I don't know, W man. Making a little moment. He's making a moment. A comeback. Making up for the last game. Absolutely. Seems to be in much better flow of things. Ooh. This edge guard? Ooh. Rats. Ramen noodles. Another tie for this round. Yeah, it's about even again. Ooh. The DI? Yeah. Clean stuff. Yeah. Back to back. Yep. Ooh. We can clean up the set card. Here we are. Yeah, tournament stock. Scary thing. Oh no. Whoosh. ASMR. Oh! Let's go! Game! Alright, we have a set. Oh, you got side money? Don't mind if I do. Sheesh! Did too much. That's another thing Europeans love. They love a side bet. Yeah. They love a side bet. We got gambling going on over here. I mean, no gambling happening here. Yeah, 7th place. Warum es geht, Junge, gar nicht, ne? Nee, du warst ja, die Konferenz in Stadtwerk. Warum? Käse. Banane. Jan, du bist 5. Was? 5. Das ist geworden. Too low. We fumbled the bag. Punished. Nice. Just a hair out of it. Yeah. Nice stall. Oh. Grab ledge. That's my dad. Doable. Nice clean. He meant to do that. He did, yeah, it's for style. Yeah. He just wanted to extend the combo. Oh, down throw? Ouch. Reminding Falcon of his tier place. Ooh. Right read, wrong direction. Ooh.
combos of me. It's like right now, too. Ooh. Ooh, oh, no way! Oh, no! That was the weirdest. Oh, no. That would have been so sick. That would have been so sick. Alright, doable, doable, doable. Not doable. Shush him up. Ooh. Ooh. Oh, 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 oh. Greedy, 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 greedy. Oh, oh my gosh, what happened? How did they see just, that? Just at the end of me. It. That's what I said. I said doable. I didn't say anything. I don't want to come. Never mind. Ooh. Ooh. Oh. Laterals. Both of them. We know. Oh, sheesh. Sheesh. She knows. Oh my gosh. Oh, stuck on. Oh my god. Oh, that's okay. Backer. We don't need those. Oh my gosh. Oh my gosh! Oh my god! Oh, fuck! It's okay. Oh! That's okay. Oh my gosh. Oh. Hush falls over the room. Oh, forward throw. You gotta hit it. Oh! You gotta hit this. Oh, there, there, there. Pinwheel. Nice angle, nice angle. Tournament winner. Oh my god. Oh my god. What? Oh my gosh, that's it? Oh. Yeah. Oh, so close. So close, so close. And wholly entertaining, if I might add. Yeah. So exciting. Oh my grand finals, goodness. Then. Grand finals then, huh? You know what you should do? I think people really like it when you clap along to this one. They really like when you... Yeah, yeah, yeah. You should clap along to the Dreamland theme right while right where they're playing. Yeah. Hey, thanks for the yelling. Yeah. Thank you so much. The British commentary. Yeah, thank you. That's very good. Yeah, you like it? I'm just a Manchester girl. Down in the city for a few days, came to have a dance, do a little bit of Molly. Yeah. Oh my gosh. Oh my god. Oh my god. Oh my god, as they say. Choke City. It was Choke City. That last one was a bit choky, but it is a bit hard when there's two incredibly loud people yelling. Yeah. At least two. Yeah, yeah, at least. But hey, getting some handles yeah, here. Yeah, yeah, yeah. Let's see, Parseco versus... This is the Olympics. Little Fruzy. This is the Olympics. Yeah. This is it. You gotta be prepared for yelling, British yeah, people. Yeah, we're... clapping to the beat. I was gonna say I'd be Johnny Weir, but I don't actually want to be Johnny Weir. I'm trying to think of who else commentates the Olympics. Us in the States, you probably have different people over here, huh? Yeah. Yoish. Fox. 20XX, we've arrived. Oh my goodness. I hope you guys are happy. Oh, this is a hen one, right? May I introduce my co-host, Ms. Cowboy Blau. Hello. She's a Mortal Kombat 10 player, never played Melee Smash in her life. Before, but I'm here to comment. We're having a good time. We're having a great, jolly good time. Yeah. We're just in town for the... We're in town for the night. Yeah. We don't live here. We've never been here in my life. Never been here, but we're here tonight. Alright, so we're getting all right. It. Will they strike? I don't know. Yeah, they will. Oh, Battlefield. Perfect. Okay. The New York way. Oh my goodness. Oh my god. Oh my so rude. So rude. Oh my god.
You gotta do that with your chest if you're gonna do it. Oh, oh my. Messy first stuff. Messy, messy first stuff. Oh. Oh. Nice. Oh. Anyway, so we're starting the game now. Yeah. No, Fox Doodles are incredibly volatile because shit like this happens oh, all the time. Oh gosh. Where, like, Fox is such an easy character to kill yourself as. Ooh. Slash, a very easy to kill other people as. And Fox is just, like, incredibly volatile. Hostile. So one stock is, like, kind of a lead, but not that much of a lead. I see. You know. Things can turn any second now. Yeah, yeah, yeah. So if we were playing, if we were watching a floating match, for example, it would last much longer. And percent would matter a lot more. Somewhat like Ultimate, you know? Mm-hmm, mm-hmm. But with Melee, especially with Fox, I mean, Fox is the quintessential Melee character, you know? Absolutely. Ooh, nice. Oh, okay. Nice ledge grab. Lil Fruzy on the ropes at the moment. Yeah, will he jump back? Oh. That was an interesting choice. Will he get punished for it? Properly, yeah. Oh! Yeah! Oh! That's the first game. That's okay. JV. That's one for Pairs Echo. JV 3. JV. You didn't hear it from me, though. Yeah, that'd be nice. Thank you. Alright, game two. Alright, game two. Game two. So it's nice graphics you'll have over here. Ooh, edgeguard situation. Oh, no. Oh, no. Well, no homie stocks here, I'll tell you that. Oh, Armada stock. Wow, 1-2, just like that. 0%? Oh my gosh. I do love watching Fox, gotta say. Oh my. Oh, so weird! Flip, flip, flip. See, I told you, stock's not elite. Oh my god, another one. Prosecco's been calling out. Little Fruity coming straight back to the ledge after forward throw. So we'll see what happens. But nice angle. Ah, strange little shortened. Down tilt. Ooh, far out. Can he get back first? Nah. Stage control. Almost. Good to die. Straight up. But that. Need a mangle on that one. Ooh. Oh no, just missed it. Dunction. So now, Fruzy started up two stocks this game and has fallen quite a bit down. But it's not over till it's over. Ah. Slipped past on that forward smash. Ah, he's charged forward smashes. Ah. Yeah. There we are. Almost an even game. Though Fruzy's quite high percent. Okay, will Fruzy make it, or will Pairs Echo take the lead? Prosecco's still up. Prosecco's up a game, so it would be a difficult fight for Fruzy, because Fruzy's also coming from losers. The jab was nicer than the forward smash, I'll tell you. Ooh. Game. It's getting tough, the competitors are sweating. Sweating quite a bit. It's quite hot in here. It's quite muggy as well. It's quite muggy. Oh. Weesh. I will up smash to neutral. It'll get you. And it doesn't feel good. Ooh, such clean edge guarding from Prosecco.
Every time that Frizzy's been off the stage, it's been almost dead. And playing such good neutral too. Ooh. Just missed the chain grab, but... Oh! To see a little more composure from Max, see if he's gonna bring us back. Ooh. Ooh! Well, that's a start. Bread and butter, bread and butter. Oh, nice angle. Mm-hmm. Rip. Mm-hmm. Mm-hmm. Aye. Our psycho is doing such a good job of covering the options, or what feels like the options. And covering that straight back on again. So forceful. Ooh, ooh, slippery, slippery. A little too much, though. I angled, but just a little too far from the stage. Frizzy on tournament stuff. It's never a good feeling. On the ropes. Can you finish it? Wow, Shine Bear, so clean. Mm-hmm. If Frizzy can take this edge guard, it's definitely a doable game. Now it's just one shine. Not like that. Uh-oh. You know? You win some, you lose some. You win some, you lose some. Congrats to Prosecco. Congrats to Prosecco. And a nice grand finals win. Ooh! Yeah. Grand finals win! A grand total of 12 euro, I believe, is the prize. We all... A round of applause. Yeah, it is a round of applause. I don't clap now. Well, these have been your guest commentators. Yeah. Signing off. As Lucia Beyond and Cowboy Blau. Anyway, tschüss, as they say. Tschüsseldorf. Good job, though. No, yeah. Playing too.
schon Geld genommen. Geil. Es sind sogar 13. Was macht sie da? Okay. Der war gerade mit Traum. Warst du alleine? Ja. It's lonely at the top, huh? Ja. Ja. Und wie war's? Ist gut. Ja. Gut war ganz okay. Ja, gut gespielt. Danke. Maxi wird auf jeden Fall besser, aber bald schon so, dass ich. Ja, aber. Einfach so, oh klar, das war einfach. Aber das kommt auch noch. Das kommt noch. Ja. Also der Maxi, den sehe ich schon noch. Sehr schnell im Flug, ne? Da dann jetzt auch Komsi und Dennis besiegt. Gut, und du? Bist du dich auch? Wirst du besser? Ja, ja. Ich will dich jetzt eben ein bisschen ernster nehmen, alles. Erzähl mal. Grinden, Coaching holen und so shit. Erzähl mal von deinem Tag Change, Prosecco. Ich finde einfach, das klingt nicer. Wie Prosecco? Ja. Wenn es heißt, ey, fancy. Jetzt ein Secco. Ich meine, die Prosecco und Prosecco, man weiß es nicht. Man, man wollte aber beide haben, ne? Ja, generell ja. Okay. Ich mag es, ja. Ist halt viel witziger als ich spreche, ja. Ich finde es auf jeden Fall cool, ja. Kommst du auch mit zum Dreamhack? Ja, sehr wahrscheinlich. Ich bin auch vorher dem Discord gejoint. Da gibt es einen Discord auch. Ja, aber ich weiß nicht, was ich da genau will. Okay. Schon dein Ticket gekauft? Nee, das muss ich noch machen. Das mache ich wahrscheinlich Mitte des Monats. Gibt es immer noch Early Bird Tickets? Ja, ja, gibt es noch. Na gut. Enjoy. Ich chill jetzt hier nur noch. Hier ist zu bequem. Okay.
Leute, ich glaube, ich mach mal den Stream aus. Bis nächstes.